Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy-Trader-Freunde, hier von unserem Trader-Floor in Frankfurt zu unserem Team-Trade des Tages. Wie immer haben wir für euch einen interessanten Team-Trade im Umfeld des großen Terminverfalls natürlich mitgebracht. Und wir werden natürlich noch mal ein bisschen auf unser Team-Trade-Konto eingehen, also ein Update geben. Und wie immer gibt es auch einen Blick in unseren Daily-Business, den DAX. Ganz wichtig natürlich, so kurz vor den beiden großen Notenbanksitzungen in der nächsten Woche. Zunächst einmal zu unserem Team-Trade-Konto. Wir sind jetzt nach ein paar Handelstagen, wir sind ja erst, wenn ich so richtig erinnere, den fünften Handelstag jetzt im Juni, bereits mit über 3% im Plus, 317 Euro. Das ist fast so wie den ganzen Mai, da sind wir mit 400 Euro im Plus rausgekommen, wobei der Mai natürlich etwas schwierigerer Handelsmonat war, als es der Juni vermutlich sein wird. Und so haben wir hier schon Vollgas gegeben und sind schon relativ gut im Plus. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall auch noch weiter fortsetzen im Juni, denn da wird noch ein bisschen mehr Volatilität reinkommen. Ich habe es ja schon gesagt, durch die drei Ereignisse in der nächsten Woche. Da ist am 14. die Federal Reserve, am 15. die EZB-Sitzung und dann am Freitag in einer Woche dann der große Terminverfall. Danach wird es dann sicherlich auch noch mal einigermaßen bunt werden an den Börsen, weil dann natürlich die Stillhalter und die Optionsnehmer sozusagen sich von ihren Fesseln befreien können. Und dann geht es wieder möglicherweise in die andere Richtung. Jetzt gehen wir erstmal in den DAX, unser Daily Business, und schauen da rein. Ja, der DAX macht weiter da, wo er aufgehört hat, nämlich in so einer Art Seitwärtsbewegung, wie wir sehen. Und das Ganze sieht so ein bisschen ähnlich aus, wie wir es schon mal hier am Allzeithoch gehabt hatten. Im November 21, wo wir dann auch so ein bisschen seitwärts gelaufen sind, einfach mal hier hoch, dann seitwärts, dann ging es ein Stückchen runter, dann ging es wieder hier in die Nähe des Allzeithochs und danach ging es dann deutlicher mal in die Korrektur. So ein bisschen könnte der Fahrplan in diese Richtung auch gehen, denn durch den großen Terminverfall werden natürlich die Fesseln für den DAX, das heißt der Abrechnungspreis, der da festgelegt wird, der wird natürlich jetzt etwas näher eingegrenzt, vor allem für die Stillhalter, die wollen hier keine so hohe Volatilität mehr haben. Bedeutet auf der anderen Seite aber auch nicht, dass sie das natürlich ganz ausschließen können, aber sie tun und lassen, was sie können in der Richtung, dass der DAX halt nicht mehr so stark volatil sein wird, damit sie dann ihre Abrechnungspreise da mehr und mehr kalkulieren können. Und momentan liegt sich das ja so ein bisschen in den Bereich zwischen eben hier, wir haben es auf der Unterseite ja ein bisschen festgelegt, der 15,7 und auf der Oberseite so die 16,1. Irgendwo dazwischen wird wohl ein Abrechnungspreis aus heutiger Sicht stattfinden. Und was eben heute so aussieht, als wenn es ein bisschen bärisch ist, sieht möglicherweise am nächsten Tag wieder anders aus. Das haben wir hier in den vergangenen Tagen öfters gesehen. Auch dieser Ausflug nach unten Ende Mai wurde ja relativ schnell wieder zurückgekauft. Also das Ganze hat eben mit dem großen Terminverfall zu tun, dass man hier die Kurse einfach festzurrt und nicht mehr möchte, dass das so große Ausreißer gibt. Gerade bei den großen Aktien im DAX, bei den kleineren ist das natürlich was anderes, weil ich da nicht so viel Umsatz brauche, um die stärker zu bewegen. Also sind die etwas irrationaler in der Wahrnehmung. Das heißt, man kann hier durchaus noch ein bisschen mehr an Volatilität erzielen. Bei den Großen, man sieht es eben, wenn man in der SAP reinguckt, eine BASF, eine Siemens, da wird das schon immer weniger und das heißt, man will sich da auch nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen, beidseitig logischerweise. Also, der DAX möglicherweise eher in so einer Seitwärtsbewegung, so ein bisschen Kaugummi bis zum großen Terminverfall, natürlich mit den beiden Notenbanken-Sitzungen vorweg. Da könnte es dann eben doch nochmal um 100 oder 200 Punkte von links nach rechts gehen. Aber so größere Bewegungen werden da wahrscheinlich im Vorfeld des Terminverfalls dann erstmal nicht stattfinden. Und Blaupause, wie gesagt, auch mal in den März reingucken, ist vielleicht ein bisschen ähnlich. So, das erstmal für den DAX und die Charttechnik. Im DAX zum Updaten haben wir nichts. Unser Depot ist, wie gesagt, leer. Dafür haben wir aber schon einen fetten Gewinn gemacht. Und deshalb jetzt zum Team-Trade des Tages relativ rasch. Wir haben ja heute in den USA noch einiges an Zahlen. Und wir haben uns mal überlegt, Team-Trade Nasdaq 100 zu nehmen. Die Team-Trade-Partnerin Lisa hatte hier schon mal den Versuch unternommen, auf der Short-Seite aktiv zu sein. Und wir werden uns das dem Ganzen jetzt hier nochmal annehmen. Denn so falsch war die Idee ja nicht sozusagen, weil wir in der Nasdaq auch nicht mehr großartig weitergekommen sind. Wir sehen, wir haben hier mal vorgestern eine Spitze gehabt, die hier im Bereich 14.660 gelegen hat.
Aber mehr ist da jetzt auch nicht mehr bei rumgekommen. Und auch wenn die Nasdaq natürlich kurzfristig, also mittelfristig bis, mittelfristig, langfristig will ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber mittelfristig auf jeden Fall bullisch aussieht, so ist es durchaus kurzfristig so, dass eben auch mit dem großen Terminverfall hier ein bisschen Erschöpfung reinkommen kann. Und deshalb wäre kurzfristig möglicherweise die Short-Seite zu bevorzugen. Nun haben wir hier mal zwei Marken drin. Die eine, das ist natürlich schon ein bisschen Hardcore-mäßig, mit 13.730 würde ich eher mal jetzt, wenn überhaupt, in die nächste Woche verfrachten. Aber die 14.200-Punkte-Marke, die liegt ja nicht so weit weg, das sind 2%. Und die macht die Nasdaq durchaus mal an einem Tag, wenn da denjenigen das recht ist. Dann ziehen sie das Ganze durchaus mal wieder ein Stückchen nach unten. Nun ist die aktuelle, die Tageskerze, die wir hier im Future sehen, schon leicht angerötet, nachdem wir es gestern ja in der Sitzung nicht mehr so richtig über die 14.6 geschafft haben, dass auch so ein Hin und Her zwischen der 14.5 und der 14.6 war, sieht das schon so aus, als wenn das heute auch durchaus nochmal einen Ansatz gibt, hier auf der Südseite Anlauf zu nehmen. Ich hatte ja gerade gesagt, wir haben heute noch Zahlen, und zwar den Handelsbilanzsaldo der USA aus dem April, der schwächer erwartet wird, was allerdings eher ein positives, eine positive Geschichte wäre für die Amerikaner, weil das wirtschaftstechnisch sowieso bei Amerika so ist, dass man ja mehr importiert als exportiert. Und wenn der jetzt, wie erwartet, ein bisschen stärker ins Minus geht, dann würde das durchaus darauf hindeuten, dass die Wirtschaftstätigkeit noch nicht ganz so sehr abschwächt. Und das wiederum könnte natürlich darauf hindeuten, dass die Notenbank unter Umständen doch noch mal kommende Woche mit der einen oder anderen Zinsknute da um die Ecke kommt in den USA. Dann haben wir auch um 16 Uhr noch die Notenbank-Sitzung in Kanada. Und auch das könnte vielleicht ein bisschen schon auf die US-Notenbanken auswirken, was die Kanadier da von sich geben, weil beide Volkswirtschaften sind ja stark miteinander verbandelt. Also, das ist so die Idee für die Nasdaq 100 hier Richtung Süden. Konkretes dazu und soweit für die Charts werden wir natürlich erst heute Nachmittag um 14.15 Uhr unsere Sendung Team Trade des Tages bekannt geben, wie wir den Trade wann konkret umsetzen wollen und wie der Fahrplan dann natürlich ist, wenn er umgesetzt ist, wo es dann da konkret natürlich hingehen soll. Deshalb registriert euch unter heavytraders.live, auf jeden Fall dabei sein. Schaut in die App, da sind natürlich nicht nur die aktuellen Team-Trades drin, sondern auch die vergangenen, also die erfolgreichen logischerweise, die wir jetzt in diesem Monat gemacht haben. Und deshalb ist das natürlich auch sehr spannend, sich die App auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Wir freuen uns auf euch heute Nachmittag, 14.15 Uhr, Team-Trade des Tages. Da gibt es nochmal ein Update und natürlich auch alles zu diesem Team-Trade in der Nasdaq 100. Also bis gleich um 14.15 Uhr.